Moini Moinchen, oder soll ich lieber sagen, Boom Shakalaka hier auf dem Klo mit NBA Jam. Ich habe ja meinen Augen nicht getraut, als ich mal nachgeforscht habe, ob ich dieses Spiel schon mal auf dem Klo gebracht habe oder eben nicht. Also irgendwie war mir so, dass wir es auf jeden Fall schon mal gemeinsam gezockt haben. Das muss aber in einem Stream gewesen sein, denn ich habe sowohl die Urversion von NBA Jam als auch die Tournament Edition noch nie auf dem Klo gebracht. Das werden wir also beides definitiv in kürzeren Zeitabständen hier mal machen. Wir machen den Anfang natürlich mit der klassischen Ausgabe, mit der Erstveröffentlichung von NBA Jam und dieses, ich sag mal, Upgrade, was sie hinterher rausgebracht haben mit der Tournament Edition, das gibt's natürlich dann auch noch. Der Männlichkeitsmuffin ist gestellt auf gute 5 Minuten, sodass wir mal ein bisschen auf die Eckdaten des Spiels gucken können und in so einem kleinen Live-Unzocking hier ja auch mal schauen, wie das Ganze so gealtert ist. Ich glaube, ich habe das Spiel so lange nicht angepackt, weil es für mich ein absoluter Kulttitel ist. Allerdings aus Super Nintendo-Tagen. Ne? Ich habe das Spiel auf dem Gameboy nie besessen früher und ich denke mal, das hat auch gute Gründe, werden wir gleich sehen, denn es lebt auch sehr von der ganzen Präsentation. Ne? Also der Soundtrack auf dem Super Nintendo, der war wirklich sehr nah an dem Arcade-Original, was ja ein Jahr vorher erschienen ist. Und das hier ist 94 auf die ganzen Handheld- und Konsolensysteme und auch auf Amiga und Co. gekommen. Ja, ich habe es wirklich damals sehr, sehr gern gespielt, aber ich habe auch sehr genossen, so die Präsentation mit der Sprachausgabe, mit diesem super geilen Kommentator, mit Boom Shakalaka und He's on Fire und was weiß ich alles. Das fehlt hier natürlich, ne? Wir können jetzt hier Initialien eingeben, damit wir auch hinterher auf dem Highscore-Board festgehalten werden können, wo ich jetzt nicht denke, dass wir da landen werden. Wow, der Männlichkeitsmuffin tickt aber heute sehr laut. Ich stelle mal ein Stück weit weg, dass euch das hier nicht so stört. Der Soundtrack düdelt gerade tatsächlich recht unangenehm ins Ohr. Also wenn ich da mal so die Historie auch des Komponisten oder der Komponistin in dem Fall sehe, wundert mich das doch sehr, sehr. Aber vielleicht ist die Spielmusik an sich dann nochmal schick. Aber der Titelscreen, der war nicht mehr so, noch nicht so geil. Ja klar, wir haben noch keine der Mannschaften geschlagen und es gibt hier ein Passwortsystem. Das ist schon mal gut, weil der Weg an die Spitze ist schwer. Es gibt nur einen Spielmodi, ne, den haben wir jetzt, Modus, den haben wir jetzt gerade gestartet und wir können aus verschiedenen Regionen aussuchen. Im Westen die LA Lakers, Phoenix, Portland, Seattle und so weiter. Dann gibt es hier den Osten, der geht ja, glaube ich, los. Ne, genau. Und insgesamt müssten es 27 Mannschaften sein. 2, 4, 6, 7, 14, 21, ja, und da nochmal 6, 27 Mannschaften. Wow. Und ich glaube, auch heutzutage verfügt die NBA gerade mal über 3, also gerade mal, über 30 Mannschaften. Ich würde einfach mal meine Favorites von seiner Zeit nehmen, Chicago Bulls, mit denen habe ich eigentlich fast immer gespielt. Auch gerne mal mit Orlando Magic, das war damals mit, war damals Orlando Magic mit Shaq O'Neal, das habe ich auch gerne mal genommen. Also Shaq fand ich ja damals schon einen kultigen Charakter, heutzutage umso mehr. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding hier so gealtert ist, beziehungsweise wie es auf dem Gameboy performt. Also die Spiel-Action ist schon mal recht flott, muss man direkt mal sagen. Ah, und ich konnte leider jetzt hier nicht klären oder irgendwas. So, wir gehen mal nach vorne. Ich versuche einfach mal meinen Teampartner, der macht den Punkt. Das ist doch schon mal schön. So, gut, mit A können wir hier so rumwedeln. Das ist das Blöde, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist hier der Run-Button oder sowas. Oh, er hat nicht getroffen, er hat nicht getroffen. Wie schön ist das denn? Oh, und jetzt, komm, wir sollten ihm den Ball abnehmen. Jawohl. Oh, das sieht gut aus. Komm, nee, nicht von da werfen. Ich habe ihm jetzt das Signal gegeben, einfach mal zu werfen. Ja, ich kann mich halt noch erinnern, dass auf dem Super Nintendo das immer sehr angenehm war mit den... So, komm, jetzt aber. Du machst den Punkt. Wunderbar. Ja, ich halte ihm den Weg frei und er macht die Punkte. So kann es doch laufen. Wunderbar. Ja, ich vermisse jetzt hier den Knopf zum Laufen. Man sieht schon, es ist eine super schnelle Spiel-Action. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Mache ich jetzt auch mal einen schönen Dank. Oh nein, er hat mir den Ball abgenommen. Nein! Das hat nämlich gerade gefehlt. Ich konnte nicht wirklich durchrennen. Aber wie kann ich ihn denn mal wirklich hier wegfaulen oder so? Meine Güte, ich muss wirklich aufpassen, dass ich euch auch noch ein paar Infos über das Spiel rüberbringen kann. So, komm, aber einen Punkt müssen wir mal eben machen hier, dann geht's auch weiter mit den Infos zum Spiel. Oh, der hat mich schon wieder! Schon wieder hat er mich umgehauen. So, und jetzt, ah, nee, das war ein Pass. Ah, okay, ich habe jetzt auch noch die Buttons vertauscht. Es gibt nur gerade mal zwei Buttons und ich vertausche sie noch. Komm, wir lassen das Spiel jetzt einfach mal weiterlaufen, egal wie es dann ausgeht. Warum hat der denn jetzt auf einmal, haben wir gerade einen Strafpunkt für irgendwas gekriegt? Na komm, ein... Ach, warum macht der denn keinen richtigen Dank hin? Goaltending, okay, okay, meine Güte. Gut, wir reden mal über so ein bisschen Fakten zum Spiel. Das Spiel ist halt damals auf sämtlichen Systemen gekommen.
Und ja, der Soundtrack auf dem Game Boy wurde von Tanya Smith gemacht. Ein Name, der mir bisher gar nicht über den Weg gelaufen war. Sie scheint aber auch am Soundtrack von Boulder Dash mitgearbeitet zu haben, was ja auch ein Beam-Software-Spiel ist. Wir haben vorhin schon gelesen, Beam-Software haben das Spiel auf den Game Boy gebracht hier. Ne? Also die haben es quasi portiert. Und von Acclaim ist das Ganze veröffentlicht worden. Acclaim, damals so viele Spiele auf die verschiedenen Systeme gebracht. Aber das Urspiel von NBA Jam ist natürlich... Ach guck mal, die Coaching-Tipps gibt's ja auch noch. Das Spiel ist ja ursprünglich von Midway in die Arcades gebracht worden. Und alles, was dann so an Ports erschienen ist, oder sehr viele davon sind halt von Acclaim rübergebracht worden. Acclaim war ja für viele Midway-Dinger dann auch zuständig. Warum macht ihr denn keinen Dank hin, wenn ich hier drücke? Muss ich da A und B gleichzeitig drücken oder sowas? Ich will einfach mal schön einen rein danken hier. Komm. So, komm, jetzt vorwärts. Nicht Ball abnehmen lassen. Ah! Ja, also Mortal Kombat und was mir da alles so einfällt. Auch einige so ein Pinball gab es, glaube ich, seinerzeit auch schon von Midway, der von Acclaim rübergebracht wurde. So, jetzt aber. Freie Bahn mit Marzipan. Oh, das war ein Pass. Idiot. Also A und B ist auch nicht Dunking. Ne? Das, also spieltechnisch bin ich hier schon mal raus. Das, der Computergegner, der führt einen hier ordentlich vor. Also dafür, dass wir hier... Warte mal, da ist es Pause? Kann ich... Ach, anscheinend mit Start habe ich Turbo. Tatsächlich, auf Start wird meine Turbo-Aktion abgerissen hier. Jetzt habe ich endlich mal ein Dunking gemacht. Na herrlich, wunderbar. Ja, und Tanya Smith, die den Soundtrack komponiert hat. Sorry, dass das heute alles so unstrukturiert hier ist. Oh, das ist aber eine richtig bescheuerte Gameplay-Mechanik. Start und B zu drücken, um hier quasi einen Korb reinzumachen oder ein Dunking oder sowas. Ey, das ist von der Knopflegung leider nicht geil gelöst, muss man einfach mal sagen. Die hat auch noch andere schöne Soundtracks gemacht, wie zum Beispiel Boulder Dash, an dem sie mitgearbeitet hat, was ich damals leider gar nicht rausrecherchiert hatte. Punisher, die Gameboy-Version, oder eben auch Hunt for Red October. Also schon alles so Spiele, die auch Beam Software auf das System gebracht hat, weil das ist auch noch eine Info, die ich ganz gerne rüberbringen wollte. Beam Software hat halt einige gute Spiele auf den Gameboy portiert. Und das hier ist echt eine bessere Portierung, als ich gedacht hätte. Ist längst nicht so verkorkst, wie man das von so anderen Spielen sagen könnte, die man von der Arcade oder ja so vom Super Nintendo Pendant oder sowas, der wäre fast noch reingegangen, sehr schön, kennt und schätzt. Also da ist das hier schon wirklich eine ganz gelungene, auch optisch gelungene Portierung des Ganzen. Aber ich würde natürlich die Super Nintendo Version vorziehen. Beam Software hat ja noch andere starke Sachen rübergebracht, wie Choplifter 2, True Lies, Boulder Dash oder auch die NBA All-Star Challenge. Und ich muss ehrlich sagen, das macht mir mehr Spaß als die NBA All-Star Challenge, weil das hier noch arcadiger ist. Man muss sich jetzt natürlich ein bisschen reinarbeiten. Ich war jetzt hier nicht ganz so fit, ne? Wollte euch natürlich auch ein paar Infos rüberbringen. Den aktuellen Marktpreis besprechen wir natürlich auch noch. Und ja, das zweite Drittel startet jetzt hier gerade. Und wir bringen zumindest mal eben... Was war das denn? Naja, ich weiß nicht so richtig, wie ich hier vorwärts komme. Da müsste ich mich mit Anleitung und längerem auseinandersetzen. Vielleicht nochmal etwas besser mit dem Spiel auseinandersetzen und schon wieder. Also grundsätzlich hier dieses Start drücken, um zu laufen und dann irgendwie den Shoot-Button um einen... Das ist wirklich fast nicht handelbar. Also da bricht man sich wirklich die Hände bei. Das ist leider nicht gut gelöst von der Steuerung her. Da hätte man ein bisschen besser machen können. Aber ansonsten, ja, bin ich da tatsächlich von überzeugt, vor allem für den Preis, weil das Spiel kostet so zwischen 5 bis 8 Euro, das in einer reinen Modulform, und da kriegt man auch wirklich dann ein gut erhaltenes Modul. In OVP leider sehr wenige gesehen, die über den Markt Tresen gegangen sind. Bei denen, die drüber gegangen sind, sieht man den wirklichen Preis nicht, weil sich da wohl auf einen Preis verständigt wurde. Also da ist dann quasi ein Preisvorschlag angenommen worden von den Bietern. Es ist aber zu der jetzigen Zeit, wo ich das aufnehme und wenn ihr eine nostalgische Erinnerung an dieses Spiel habt, wirklich ein schönes Schnäppchen available, und zwar 39,90 Euro in super Zustand in Holland allerdings. Also Versand minimal teurer, als wenn ich jetzt hier in Deutschland kaufen würde. Ich glaube, Versand sind 7,50 Euro oder was, plus 40 Euro für die OVP inklusive Modul, Anleitung und allem. Also complete in Box. Wirklich eine schöne Sache für jemanden, der jetzt daran wirklich Interesse hat. Ich persönlich brauche es nicht in OVP, aber ich drücke immer den falschen Button. Ne? Oh, zumindest macht mein Teamgegner jetzt mal einen richtig geilen Dunking hier.
Ja, aber der Männlichkeitsmuffin hat auch schon gebimmelt und von daher würde ich sagen, komm, wir machen mal den Sack zu für heute. Ja, mir persönlich fehlt tatsächlich ein bisschen was durch die fehlende Sprachausgabe. Das muss ich einfach mal so sagen. Aber Gott, das ist persönliche Präferenz. Ansonsten ist das wirklich schick umgesetzt, muss man einfach mal so sagen. Ja, die ganze Reihe hat dann aber auch Anfang der 2000er so ihr jähes Ende gefunden. Ich kann mich noch erinnern an so Remaster, beziehungsweise nochmal so, ja, gab dann nochmal eine Version für die Xbox 360, glaube ich. Ne? Das war im Endeffekt aber auch nur eine grafisch aufpolierte Version von der Arcade-Version im ursprünglichen NBA-Jam. Da wurde jetzt nicht mehr groß dran rumgebastelt, außer dass es optisch ein bisschen netter aussah. Aber ansonsten war das wie die Arcade-Version. Und ich denke mal, dass das Spielprinzip einfach ein bisschen zu flach ist und man heutzutage eher auf Simulation und Co. steht und es deswegen vielleicht nicht den großen Erfolg hatte. Aber ich gerate hier ins Labern. Ich habe eigentlich alle Infos rübergebracht, die ich rüberbringen wollte. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ja, meine Schniefnase, die ist immer noch am Starten, also die hat nochmal richtig reingehauen. Ja, und von daher sage ich jetzt hier Boom, Schakalaka und wir machen nochmal einen schönen Dreier, oder? Ah, noch nicht mal das gönnen wir mir. Okay, komm, wir machen den Abzug für heute. Kann ja wohl alles nicht wahr sein. Bis dahin kommen sie wieder, bleiben sie geil und immer schön schroff bleiben. Tschüss!